Hey, ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Adventure Map. Wir spielen. Hat jetzt wieder so ein Assi, wa? Hat jetzt echt krasser Assi. Go outside. Maybe Mom is next. Aus dem Jump Map 2. Wir suchen unsere Mom. Sinke, wenn I have a Huse. Ja, jetzt musst du doch ganz vorlesen. Im A. Kafemann. Rigt. Hey, muss ich weitermachen? Oder ja, sicher. Du? Die muss jetzt zwei Schilder noch vorlesen. Okay. Apparent lü some ohne ad optet u. Wü is tis lox like a Pokémon game to me. Ich muss sagen, dieses apparently someone adopted you hörte sich bei Hardy voll Latein an. Ich fand Somo ohne hat sich irgendwie so ein bisschen japanisch angehört. I sav yu ur mum. Was brugd ba bibü a tro lo 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 lol. Klasse nicht. Sehr gut. So, welcome to Awesome Jump Map 2 Troll Needs Mom Rules. I play on easy or above. Game Mode 2. Okay, haben wir Game Mode 2? I play. No cheating if you're expecting, blah blah. Warning, trolls are included. Enjoy the map and have fun. Full start, go. Full start. Enjoy. Ja, wir sollen halt enjoyen, Hardy. Oh, aber. Da stand Enjoy. Enjoy. Warte, ist das auch von Apple? Ja, stimmt, da steht echt Enjoy. Nein, Bram hat das Brot. It seems like the troll man and left. Nein. Some Parkour. Du bist so ein Hurenkind. Nee, ich hab Peter geschlagen. Wieso haust du mich denn jetzt? Ja, weil ich eine abgekriegt habe. Ich war schon so im Verteidigungsmodus. Oh, das tut mir leid. Komm, beeil dich. Ach so. It seems like the troll. Okay. Tat-tri. Das ist natürlich nicht so geil. Bist du jetzt runtergekommen? Sehr gut, Hardy. Sehr gut, Hardy. Hätte sich für was Besseres nur den Sprung geschafft hast, ja? There. Oh. Shitty. Boah, ist das weit! War schon wieder nicht geschafft. Boah, scheiße, ey. Oh, scheiße. Alle mal ein bisschen Spaß bei so einer Lastenbewertung. Hardy ist richtig noobig. Lastenbewertung da. Einfach mal eine Bewertung. Das war jetzt aber eine schlechte Idee. Ne, Peter, du kriegst mich hier nicht weg, er lässt dich. Ich treff dich echt nicht da. LOL! Okay, ich habe eine Frage so an euch, ja? Habt ihr LOL! Spielt eigentlich jemand von euch noch Lotto? Fuck! Nein. Ich habe noch nie Lotto in meinem Leben gespielt. Wie viel sind gerade drin? Ich weiß nicht, wie viel drin ist. Ich habe meiner Mutter zum Geburtstag alle Lose geschenkt, die der Losmann in Weeze von einer Art da hatte. Da dachte ich mir so, statistisch gesehen, wenn das alle sind, müsste da ja zumindest vielleicht irgendwas dabei sein, ja? Ja. Das sah das Los anders. Schade. Also hast du deiner Mutti quasi nichts geschenkt. Ja doch, ich habe der ungefähr einen, ich glaube, Muskelkater am Arm. Und wieso das? Ja, vom Rubbeln. Weil sie ganz schubbern musste. Und dann halt die 5 Minuten Spaß. Nervenkitzel, wa? Boah, leck mich doch am Arsch. Gerade auch sein. Zu kacke. Machen, ey. Fällt mir ein, wir haben für diese Map, ja, bevor wir jetzt anfangen, noch keine Regeln festgelegt. Das ist korrekt. Das sollten wir vielleicht jetzt machen, auch wenn wir jetzt gerade in der ersten Map sind, bevor es gleich nämlich wieder losgeht. Ah, ich stimme zurück. Oh, Mama, du bist der Letzte. Oh nein. Nicht Letzter. Warum, was hat der? Der hat einen Stab, der mich zum Brennen bringt. Ja. Okay, wir sollten auf jeden Fall Regeln festlegen. Boah, der legt mich noch am Arsch. Wie kacke bin ich eigentlich gerade? Peter, hau mich mal. Wow, und ich krieg Damage, wenn ich ihn schlage. Wie viel hast du gekriegt? Ein Herz. Ja, nice. Okay. Das zackt jetzt richtig hart. Also lohnt es sich, schnell zu sein, ja? Der ist übermächtig einfach nur. Ja, gucken wir mal. Man weiß ja noch nicht, wie die zweiten Gegenstände sind. Also, aua! Echt scheiße. Aber da, wo ihr seid, ist kein Knockback 2 hat der vor allen Dingen. Warte mal, wie viel Schaden macht der hier? Warte, nee, komm. Warte, komm. Ach so, wie viele Waffen hast denn du aufgesammelt, Hardy? Warte. Da. Oh, 3 Schaden.
Oh, nice. Ja, ist doch wunderschön. Ja, da war eine komplette Rüstung und halt die zwei Waffen drin, die halt die eine in der linken und die andere in der rechten Hand, theoretisch gesehen, wenn man das so als Bild betrachten würde. Verstehe. Ja, Bram, du hast recht, hier ist in dem Sinne kein richtiger Checkpoint. Oh, Bram kann auch brennen. Lol. Wie der fliegt, Alter. Leck mich hart am Arsch. Alter, geht's noch um weiter? Ja. Ja. Und es gibt keinen Checkpoint. Nee. Okay, das heißt, Hadi hat damit offiziell gegen unseren Waffenstillstand schon mal verletzt. Welchen Waffenstillstand? Hadi hat vorhin, als wir auf dem Dach standen, schon Waffenstillstand mit ihm ausgehandelt. Was? Das ist eine Lüge. Ja, da standen wir hier auf dem Dach und hast gesagt, ey, ich hau dich nicht, ich hau nur Peter. Ja, ich hab nur Peter gehauen, aber dich nicht. Das wollte ich mit der Aussage sagen. Ich wüsste nicht, dass wir irgendeinen Pakt haben. What the fuck? Außerdem würde der wohl nur für die eine Challenge da gehen. Ja, aber die Challenge, deswegen fuck, ich hab einen Checkpoint da war. Weil ergo ist die Challenge noch nicht vorbei. Ja, aber wir haben trotzdem keinen Pakt gehabt. Du hast dich nur erschrocken und ich hab gesagt, nein, ich schlag nur Peter. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich dich jetzt gar nicht mehr schlage. Ist eine Leiter Mario ein Checkpoint? Pipe. Was? Eine Leiter. Du quasi Leiter? Was versagst und dann wieder hochkommst. Weiß ich nicht. Nö. Warum? Okay. Oh. Aber haben wir noch keinen Checkpoint, wa? Nee, das ist richtig. Peter? Ja? Du solltest jetzt demnächst sehr, sehr nett zu mir sein, sonst muss ich dich maßregeln. Oh Gott. Jetzt war ich zu langsam. Oh, dieses Teleportieren ist echt nicht gut für mein Spiel. Ja, ja. Like it. Wir sind alle da. Ist echt ein bisschen kacke, so ohne Checkpoint, richtig, wa? Ja, ist kein Checkpoint, so wie man ihn kennt, wa? Ich meine. Ja, das stimmt. So. Ja, theoretisch könnte ich jetzt hier weitermachen. Boah, ich habe viel mehr Spaß daran. Mal so ein bisschen Knockback hier zu machen. Ach, treffe ich nicht. Hallo. So, wo muss ich denn hier hin? Ah, da. Mann. Lululul. Alter, wie die Tiere da hängen. Nein, Hadi. Nein, Hadi! Wow! Nein! Ey, wieso hast du keinen Knockback? What the fuck? Peter brennt. Bin seid lustig, Bram. Ein bisschen. Okay. Finde ich auch lustig. Lol. Da hat er einen Abgang gemacht. Scheiße. Oh, shit. Ja, die Frage ist, wo wartet man denn jetzt? Da! Na ja, und, das war nicht gut. Upsala. Oh, Peter kommt. Oh, ich würde so gerne, wa? Ohne Scheiß. Komm du jetzt. Komm, hau mich. Hau mich mal. Nein. Voll geil, Alter. Oh, ich liebe das. Ich liebe es, in einer übermächtigen Position zu sein. Die kommt halt so selten vor, wa? Ja, das kommt aber echt wirklich selten vor. So, was ist das denn hier? Spawnpoint gesetzt. Oh, guck mal. Das heißt, das ist der Spawnpoint. Erste Checkpoint, oder was? Da hängen so Dinger an. Boah, guck mal hier. Peter, geh mal an die Seite, sonst muss ich dich schlagen. Bram, du hast noch 3 Versuche jetzt. Ja, ist das so? Eigentlich nicht. Wenn man jetzt nach den alten Regeln geht, nicht. Erst ab hier, wenn jetzt hier nachher... Behalten wir die alten Regeln? Ja, Moment. Ja, würde ich jetzt unabhängig sagen, davon oder? Jetzt.
Was meinst du mit, ab wo würdest du das denn ziehen? Ab wo bin ich denn noch in der Challenge? Ja, da wo du jetzt bist. Wenn du jetzt runterfällst, kannst du ja ohne Probleme, ohne einen Checkpoint zu benutzen, wieder. Du musst halt von Anfang wieder anfangen, ne? Ist halt Pech, aber. Theoretisch gesehen, wenn du hier runterfällst, wir haben hier einen Checkpoint erreicht. Und damit ist eine Grenze gezogen worden. Okay, dann bin ich dafür, dass wir jetzt, ich meine, unabhängig davon, dass ich die Map, die Challenges hier wohl machen werde, außer Hardy haut mich jetzt. Wobei darf der gar nicht. Nee, darf ich auch nicht. Außerdem hättest du da keinen Versuch. Ab jetzt würde das gelten. Genau, bevor wir jetzt weiter checkpoint würde ich dafür das kurz ausmachen, wie wir das denn jetzt ausmachen, weil die Checkpoints scheinen ja doch ein bisschen auseinander. Komm, drück erst nochmal da drauf. Du hast meinen Checkpoint gesetzt, oh, nicht deinen. Boah, wie nett ich bin. Nochmal, ja, so, guck mal. Wieder hau mich mal. Die Frage ist jetzt, wie komme ich jetzt wieder zu dem Checkpoint? Genau, das ist jetzt die Frage. Ja, weil Peter hat sich gekillt. Wow, Premium Checkpoint! Das funktioniert nicht. Okay, wie wäre es denn, wenn wir einfach was runterbauen, irgendwie eine Leiter ins Wasser oder so? Das scheint ja, das ist ja vielleicht Käse. Stand ich an der falschen Stelle, warte mal. Nein, Bram, geh mal da weg. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das daran liegt. So. Doch, das liegt daran. Okay. So, warte aber mal. Darf man den Slash-Kill überhaupt machen? Ja, die Alternative wäre, man wartet unten im Wasser, bis man gestorben ist. Das stimmt, aber dann. Der Vorteil daran ist halt, wenn man verfolgt wird, hat man halt die Möglichkeit, dann abzuhauen. Weil der andere dann nicht wieder hinter dir steht. Okay. Weißt du, wie ich meine? Ja, wir haben früher immer Slash-Kill gemacht. Slash-Kill ging immer. Ich bin auch dafür, dass wir Slash-Kill behalten. Ja, also, okay. Können wir machen. Ich wollte halt nur alles mal kurz zu Debatte stellen. Ja, gut, komm, wir fangen an. Aber nein, Hardy, wir sind noch nicht durch mit den Regeln. Ich komme zurück. Nicht? Nein, pass auf, die nächste Frage ist nämlich, weil das, wenn die Distanzen zwischen den Checkpoints jetzt immer so groß sind wie jetzt, bis wo denn darf ich denn dann springen? Hätten wir jetzt quasi vom Haus bis hierhin komplett durchspringen dürfen? Ja, eben. Rein hypothetisch. Ich meine, das war jetzt doch schon ein ganzes Stück. Das waren schon über 12 beispielsweise Minuten. Ist so eine Leiter bei einer Sprung-Challenge, ja, wenn du da runterfällst und eine Leiter benutzen kannst, würde ich schon fast sagen, da hat man gefailt, da muss man nur anfangen. Wenn du hier runterfällst. Der Bram. Das ist halt Schaden, ne? Oh ne, jetzt natürlich nicht beim Respawn. Deswegen brauchen wir eine Regel. Oder sollen wir das weiter mit der Checkpoint-Regel machen? Wie dann? Das ist alles voll kompliziert. Das ist echt mega kompliziert. Wir brauchen ein Buch. Ja, wir brauchen ein Buch. Alter, ich darf auf keinen Fall sterben. Mein Spiel lädt dann 4-mal. Bevor es losgeht. Also muss ich gut. Hardy, wie ist deine Meinung dazu? Wo ist Hardy eigentlich überhaupt? Keine Ahnung, ich stehe neben euch. Ich blick da nicht so ganz durch. Okay. Sehr gut. Ich finde, wir grenzen einfach bei jedem Checkpoint ab und da vorne sehe ich ja schon wieder den nächsten Checkpoint. Du kannst gar nicht sagen, ob das der nächste ist. Das kann ja einfach nur ein Knopf sein. Doch, ich sehe doch einen Knopf. Ja, ich kann davon ausgehen. Okay, gucken wir das uns doch mal an. Ja, komm. Wow, Hardy. Guck mal, wie weit Peter geflogen ist, voll geil. Mit dem Slash-Kill ist jetzt echt scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso? Weil ich, wie jetzt auch die Zuschauer sehen, einige Male teleportiert werde, bevor ich da oben drauf lande. Du kannst von mir aus auch mit dem Game-Mod dann da hochfliegen, wenn du willst. Ah, cool. Ich bin jetzt gerade wieder runtergefallen und bin einfach schon da oben wieder hin teleportiert worden, obwohl ich gar nichts gedrückt habe. Und schon wieder. Okay. Alter, ich da auf jeden Fall mit dem Game-Mod hochfliegen. Auf den Dings drauf komme. So, bin beim nächsten Checkpoint. Ich kann nicht mal den Game Mode eintippen. Ey, das gibt's doch nicht! Wie ich da nicht hinkomme. Falls ihr Zuschauer eine Idee habt, was mit Brams Minecraft-Version falsch sein könnte, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt's da technische Hilfestellungen. Jetzt ist mein Game Mode geupdatet worden. Leck mich am Arsch. Vielleicht zu wenig RAM oder so? Ich kann's echt nicht sagen. Cheat, if you can did it in the first try. Ne, totally ich hab das irgendwie lucky. Nur, wenn die Map neu geladen wird, quasi durch Tod oder sonst irgendwas. Ja. So. Boah, leck mich doch am Arsch. Ja,
Dein erster Versuch beginnt jetzt. Hui. Ja, beginnt der erste Versuch. Moment. Alter, was für eine Verzögerung ich immer habe. Warum ist meine Ping eigentlich auch so scheiße? Ich lade doch gar nichts hoch. Ich muss mal mit meinem Internet-Provider mich da unterhalten. Second try. Oh, lol. Und da kommt der letzte Versuch. Sammelt Bram in etwa direkt den ersten Punkt. Das werden wir jetzt sehen. Könnte passieren. Ich sag, er fällt noch nicht am Anfang. Ich dachte, der fällt bei diesem einen Sprung da. Okay. Und zwar genau jetzt. Ja. Damit hat Bram seinen ersten Punkt. Ja, aber wir werden an dieser Stelle kurz einen Cut machen. Weil Bram muss mal eben kurz checken, was hier abgeht mit seiner Version. Genau, und es geht gleich weiter. Bis gleich.